Wir befinden uns als Gesellschaft in einer Situation, in der wir vorher noch nie waren. Wir müssen lernen zu begreifen, dass alles, was gestern noch irgendwie sicher und normal schien, eben zurzeit nicht mehr so sicher und normal ist und heute vielleicht schon gar nicht mehr gilt. Und wir wissen auch nicht, was morgen auf uns wartet. Und wenn der Coronavirus unser größter Feind ist, ist wahrscheinlich die Unsicherheit unser zweitgrößter Feind. Es kann nicht den leisesten Zweifel daran geben, dass zurzeit die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in diesen Tagen Vorrang vor allem anderen hat. Und an diesem übergeordneten Ziel mitzuwirken, bedarf es Entscheidungen. Und diese Entscheidung muss die Bundesliga und zweite Bundesliga treffen, ebenso wie zahlreiche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von großen und kleinen Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige, Restaurantbesitzer, Kulturbetriebe und viele andere. Ich kann Ihnen heute nur einen ehrlichen Einblick geben in die Situation innerhalb der DFL. Mir ist bewusst, dass es viele, viele andere Unternehmen, egal in welcher Größe, gibt, die in massiven und teilweise auch größeren Schwierigkeiten stecken. Ich kann Ihnen für den Moment nur das beschreiben und deshalb eine Momentaufnahme dessen geben, was wir heute mit den Clubs besprochen haben und als weitere Maßnahmen beschlossen haben. Erstens, um als Liga handlungsfähig zu bleiben, in den nächsten Tagen und Wochen haben wir uns auf einen Notfallparagrafen verständigt, so möchte ich ihn nennen, sodass wir auch im Falle anhaltender oder noch weiterer Einschränkungen überhaupt weiter handlungsfähig bleiben. Die Mitglieder der DFL haben heute auch einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb weiter auszusetzen, also auch den 27. Spieltag auszusetzen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das nicht heißt, dass wir Stand heute davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen. Eine nächste Abstimmung innerhalb der Liga über das weitere Vorgehen und über die Fortführung, die mögliche Fortführung des Spielbetriebs, wird in der Woche ab dem 30. März stattfinden. Alle Clubs werden bis dahin Gespräche mit den zuständigen Behörden vor Ort intensivieren, um eine bestmögliche Einschätzung der Umstände zu bekommen und auch mögliche Handlungsalternativen am jeweiligen Standort zu erhalten. Und alle Clubs erstellen umgehend Extremszenarien mit dem Hintergrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und melden diese der DFL. Momentan kann niemand, auch nicht im Profifußball, guten Gewissens behaupten, wann wieder Spiele im Profifußball, egal ob in nationalen oder internationalen Ligen, stattfinden werden. Und sei es auch nur als Spiele ohne Zuschauer. Es wird auch spekuliert, ob Spiele möglicherweise in dieser Saison gar nicht mehr stattfinden können. Manche haben darüber spekuliert, ob Spiele gar nicht mehr stattfinden sollten. Mir ist bewusst, dass der Profifußball von außen oft als reines Milliardengeschäft gesehen wird. Ich möchte den Augenmerk aber gerne auf den Sachverhalt lenken, der nicht immer Beachtung findet. Der Kern des Ganzen ist natürlich das Spiel, das einzelne Spiel und insgesamt die 612 Spiele der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Dahinter steht aber in der Zwischenzeit deutlich mehr. Denn in den letzten Jahren sind direkt oder indirekt 56.000 Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplätze entstanden durch diese 612 Spiele. Und dazu kommen zehntausende weitere Jobs in angrenzenden Bereichen wie Medien, also auch Sie, Gastronomie, Hotellerie und andere. Sie sehen, wir alle sehen jedes Wochenende 22 sehr, sehr gut bezahlte Fußballspieler. Sie sehen nicht die tausend Beschäftigten im Hintergrund, die dadurch einer Arbeit nachgehen können, egal ob das Mitarbeiter in der Verwaltung eines Clubs sind, ob es Marketingabteilungen sind, ob es Kameramänner sind, ob es Tontechniker sind, ob es Fotografen sind, ob es Ordnungsdienste sind oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Catering-Unternehmen und viele andere. Ich möchte die Lage nicht dramatisieren, denn die ist für uns alle im Moment schon ernst genug. Es sollte sich jedoch jedem erschließen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt zahlreiche Clubs ohne Zuschauer, ohne TV und ohne Sponsoring-Einnahmen zwangsläufig in ihrer Existenz bedroht sind und damit zehntausende Arbeitsplätze in akuter Gefahr wären. Ich darf Ihnen versichern, niemand derjenigen, die heute da waren, liebt Spiele der Bundesliga, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Niemand. Sie sind aber in nächster Zeit die einzige Überlebenschance
für viele Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Und deshalb bitte ich schon heute Millionen von Fans um Verständnis und um Unterstützung, dass wir über diese Maßnahmen nachdenken müssen. Es gibt nicht den allergeringsten Zweifel. Die Eindämmung der Ausbreitung des Virus hat die absolut oberste Priorität. Für jeden Club, für jeden Mitarbeiter, für alle, die heute hier waren und für alle diejenigen, über die ich gerade gesprochen habe, die hinter diesen 612 Spielen aktiv sind. Wir müssen dennoch weiter mit allen Akteuren, angefangen bei den Spielern bis hin zur Politik, weiter gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Das sind wir auch all denjenigen schuldig, die durch den Profifußball bisher eine sichere Arbeit hatten. Und zum Schluss erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung. Ich sitze hier heute und darf zu Ihnen sprechen. Und in diesem Moment sind vermutlich tausende Geschäftsführer und Führungskräfte damit beschäftigt, diese Situation, die für uns alle komplett neu und unerwartet ist, zu bewältigen. Alle wissen im wahrsten Sinn des Wortes in dieser unfassbaren Situation um ihre Verantwortung. Und für alle dürfte klar sein, dass die Gesundheit der Menschen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die absolut oberste Priorität hat. Das kann und das darf ja auch gar nicht anders sein. Aber gleichzeitig versuchen wir eben auch jeden Tag, die bestmöglichen Lösungen zu finden. Und wir ringen um diese Arbeitsplätze und um unsere Firmen, damit auch die wirtschaftliche Lage in diesen Zeiten nicht komplett außer Kontrolle gerät. Und wir müssen von Tag zu Tag neu denken. Wir müssen Situationen neu bewerten und Entscheidungen treffen, trotz maximaler Unsicherheiten. Und ich würde mich freuen und ich bitte Sie, dass Sie das bei der Bewertung der ein oder anderen Entscheidung im Nachhinein nicht vergessen. Danke. Vielen Dank, Herr Seifert. Ich bitte um Ihre Fragen. Alexander Sater vom SID. Um gleich mal auf Ihr Eingangsstatement zurückzukommen, wie sieht dieser Notfallparagraf aus? Was beinhaltet er? Gibt er Ihnen Sonderbefugnisse, was auch immer? Wir leben natürlich gerade in extrem unsicheren Zeiten und wir wissen alle noch nicht, wie sich die Situation nächste Woche darstellt. Und deshalb haben wir heute Vorkehrungen getroffen, dass zum Beispiel Abstimmungen in der Liga, die nun mal das Votum aller 36 Clubs bedürfen, damit das Präsidium und auch die Geschäftsführung überhaupt handlungsfähig ist, eben nicht nur wie bisher geschehen in solchen Sitzungen möglich sind, sondern auch in deutlich kürzeren Zeiträumen und auch unter Rahmenbedingungen, die zum Beispiel vorsehen, dass wir alle gar nicht mehr reisen dürfen. Das ist ein solcher Notfallparagraf. Darauf war die DFL in ihren Satzungen bisher nicht ausgelegt, was man ihr verzeihen mag, weil mit dieser Situation bisher keiner gerechnet hat. Diesen Zustand haben wir heute korrigiert. Bitte, Erik Dobias, dpa. Eine kurze Frage zu diesem Datum, dass Sie jetzt erstmal nur den 27. Spieltag ausgesetzt haben. Es gibt ja mehrere Bundesländer, die Veranstaltungen jetzt schon untersagt haben, wie Berlin, Rheinland-Pfalz, Hessen, wir sind ja selbst betroffen. Was war der Hintergrund, nicht zu sagen, wir gehen dieses Datum, was da vorgegeben wird, von Seiten der Politik jetzt schon mit, sondern sich da noch eine Option irgendwie offen zu halten? Momentan ist es noch viel zu früh, darüber zu spekulieren, ob das dann der 19.04. oder der 26.04. oder der Mai oder der Juni ist. Deshalb habe ich ausdrücklich gesagt, wenn wir sagen zunächst mal oder wir setzen zunächst einmal den nächsten Spieltag ab, dass damit nicht die Erwartung einhergeht, dass wir am 1. April-Wochenende wieder Fußball spielen. Wir kennen natürlich auch die entsprechenden behördlichen Verfügungen vor Ort und wir wissen ja noch nicht, was in dieser Zeit überhaupt passieren wird. Morgen früh um 10 Uhr findet eine Telefon- bzw. Videokonferenz der UEFA statt. Dort wird, wie Sie wissen, auch über eine Veränderung möglicherweise des Austragungstermins der Europameisterschaft gesprochen. Und dann wird sehr viel deutlicher werden, welche zeitlichen Optionen wir zum Beispiel auch hätten, noch in den Mai oder in den Juni hinein zu agieren, um eine Saison zu Ende zu bringen. Und vor diesem Hintergrund habe ich ganz bewusst gesagt, wir treffen uns in der letzten Märzwoche, um über die weitere Fortführung und mögliche Fortführung des Spielbetriebs zu sprechen. Bis dahin haben auch die Clubs einen besseren Informationsstand, wie die Situation vor Ort stattfindet, wie die Situation vor Ort zu bewerten ist. Und selbstverständlich sind uns diese behördlichen Verfügungen auch bekannt. Und wir haben immer
zum Ausdruck gebracht, von Tag 1 des Eintretens dieser Situation bis zum Ende, dass wir selbstverständlich uns im Klaren sind, dass wo die Zuständigkeiten liegen und behördliche Verfügungen über dem stehen, was wir gerne würden. Jan-Christian Müller, bitte. War das Thema staatliche Hilfen, Kurzarbeit für Mitarbeiter ein Thema und das Thema eventuell die Profis zu animieren, auf Gehalt zu verzichten? Wir haben über das Thema staatliche Hilfen heute noch nicht gesprochen, weil es zunächst erst einmal darum geht, einen Überblick zu bekommen über die Situation in den einzelnen Clubs. Deshalb sprach ich eben davon, dass jetzt jeder Club gefordert ist. Das ist er sowieso, aber er wird das auch der DFL kommunizieren, wie denn wirtschaftliche Extremszenarien aussehen. Um es ganz offen zu sagen, wir müssen einen Überblick darüber bekommen, wer hält wie lange ohne Spiele durch. Deshalb haben wir heute noch nicht so konkret über die Möglichkeit von staatlichen Hilfen gesprochen. Das wurde auch seitens der Clubs nicht adressiert. Was das Thema Kurzarbeit angeht, beschäftigen sich alle Clubs, jeder der heute hier Anwesenden ist in der Haftung in seinem jeweiligen Club. Beschäftigen wir uns selbstverständlich alle, wie übrigens auch die DFL GmbH, der ich vorstehe, damit, wie wir in dieser Situation agieren können. Das gehört zu der Pflicht, die man in diesen Tagen eben hat. Und was das Thema der Solidarität, die man vielleicht von seinen Spielern einfordert, angeht. Ich glaube, das ist jedem Club klar, dass er das, und viele davon, weiß ich, haben es auch getan, aber ich möchte hier keine Einzelnen herausstellen, weil ich es auch nicht von jedem weiß, aber gehen Sie mal davon aus, dass jeder Clubverantwortliche das so sieht und ehrlich gesagt, ich glaube auch viele Spieler werden es so sehen. Deshalb möchte ich hier erst gar keinen Konflikt aufkommen lassen zwischen Clubs und Spielern, die das möglicherweise nicht wollen, sondern da gehe ich davon aus, dass dann auch innerhalb der Clubs eine gewisse Solidarität eintritt, so wie sie uns andere Profiligen, die schon etwas früher in der Situation waren, ja auch vorgemacht haben. Und ich glaube, das Wesentliche daran, Herr Müller, was Sie gerade ansprachen, ist, dass das Bewusstsein einsetzt, auch in der Liga, aber auch bei den Betrachtern der Liga, wenn ich das so sagen darf, dass es eben nicht nur um hochbezahlte Fußballprofis geht, sondern dahinter stecken 56.000 Arbeitsplätze, wie wir gerade in unserem Bundesliga-Report Anfang des Jahres kommuniziert haben. Und es kommen noch mehrere 10.000 Arbeitsplätze hinzu. Und diese Arbeitsplätze hängen unmittelbar daran, dass Bundesligaspiele und Zweitbundesligaspiele stattfinden können. Philipp Seldorf von der Süddeutschen Zeitung. Und danach Michael Ebert von Kicker. Wurde schon darüber gesprochen, wie etwas besser gestellte Vereine den schlechter gestellten Vereinen vielleicht helfen könnten? Gab es da Diskussionen drüber oder vielleicht sogar Anträge, die in irgendeiner Weise ein Modell aufzeigen? Allen Beteiligten heute war wichtig zu betonen, dass wir in nächster Zeit nicht nur eine finanzielle Solidarität an den Tag legen müssen, sondern vor allem auch eine moralische und emotionale Solidarität. Das beinhaltet auch, dass nicht ein Club etwas tut und positioniert sich damit so, dass er indirekt andere unter Clubs unter Druck setzt. Es geht jetzt nicht mehr darum, wer in der Öffentlichkeit am besten dasteht, sondern es geht für die Bundesliga und zweiten Bundesliga-Clubs ums Überleben. Was Sie ansprachen, ob es Anträge gab, die heute gestellt wurden, nein, und es wurde auch nicht thematisiert. Michael Ebert, bitte. Welche Szenarien gibt es denn für den Fall, dass die Saison gar nicht zu Ende gespielt werden kann? Ist auch ein Abbruch möglich oder eine Annullierung der Saison? Und wie verlaufen da die Gespräche mit den TV-Anbietern? Derzeit, das geht Ihnen ja nicht anders und eigentlich allen Menschen in Deutschland so. Derzeit ändert sich ja im Prinzip die Gemengelage und die Informationslage jeden Tag. Das macht es natürlich auch so schwierig, jetzt schon über konkrete Szenarien nachzudenken, noch dazu über feste End- oder Anfangspunkte. Klar geworden ist heute, dass alle Clubs erstmal den Anspruch haben, diese Saison in irgendeiner Art und Weise und soweit auch rechtlich möglich und natürlich auch gesundheitlich vertretbar irgendwie
regulär zu Ende kommen zu lassen. Das muss auch der Anspruch sein. Alles andere würde sich, verbietet sich. Wir können nicht jahrelang über sportliche Integrität sprechen und jetzt spielt sie plötzlich keine Rolle mehr. Klar ist aber auch, dass wir in mehreren Szenarien denken müssen und glauben Sie mir, wir ringen da alle nach der besten Lösung. Die gibt es nur für den Moment noch nicht, weil wir nicht wissen, wie schon nächste Woche die Rahmenbedingungen aussehen werden. Und insofern haben wir darüber heute noch nicht gesprochen. Eine wie auch immer geartete Fortführung der Saison unter Umständen auch über das normale Saisonende hinaus hängt unter anderem auch morgen an den Entscheidungen der UEFA. Und ich gehe davon aus, dass nach dem morgigen Tag die nationalen Ligen mehr Flexibilität haben werden und auch bis in den Mai und Juni hinein planen können. Alexander Sater, bitte. Herr Seifert, ein bisschen weg davon sollte heute die heiße Phase der Vergabe der Medienrechte beginnen mit der Zulassung der Bewerber. Wird die jetzt verschoben? Gibt es da einen anderen Zeitplan? Vielleicht können Sie uns da aufklären. Die Frage drängt sich natürlich förmlich auf. Wir haben am heutigen Tage die Unterlagen für die Medienrechtevergabe wie geplant an alle Bewerber verschickt. Sehr viele Bewerber haben uns auch registriert oder sehr viele Unternehmen, die Interesse an den Rechten haben, haben uns auch signalisiert, Entschuldigung, nicht registriert, haben uns signalisiert, dass sie gerne an dem Prozess festhalten möchten. Denn die neue Saison würde beginnen, über die wir hier sprechen, ab der Saison 2021-22 und würde dann ja reichen bis ins Jahr 2025. Deshalb haben wir heute die Unterlagen verschickt und für den Moment sind auch unsere Pläne, das weiterhin durchzuführen. Aber wenn ich das so sagen darf, in diesen Zeiten denken wir über viele Dinge nach. Gerade jetzt im Moment ist die Frage, ob wir dann tatsächlich Anfang Mai oder ein bisschen später die Medienrechtevergabe abschließen, ehrlich gesagt nicht meine drängendste, aber wir haben sie voll und ganz auf dem Schirm, denn wir müssen auch jetzt über den Tag heute hinausdenken, denn wir hoffen, wie Sie alle, dass diese Situation in einigen Monaten, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder eine andere ist und dass wir dann wieder in der Gesellschaft leben, die wir vorher gekannt haben. Ob das so sein wird, können wir uns alle momentan nur erhoffen. Michael Ebert, da war noch eine Frage. Gibt es dann noch weitere Fragen? Jan-Christian Müller, Philipp Seldorf. Herr Seifert, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum die Vereine so existenzbedroht sind, dass das die Leute auch eventuell nachvollziehen können. Was ist, wenn die Saison jetzt zu Ende ginge? Was wäre dann zum Beispiel mit den Medieneinnahmen? Man hört, dass andere Ligen angeblich Versicherungen dafür haben, wenn große Beträge ausbleiben. Man hört, dass es um 350 Millionen Euro geht, die nicht gezahlt würden. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Also einige Ligen, von denen ich gelesen habe, dass sie angeblich sämtliche Milliardeneinnahmen gegen eine Pandemie versichert haben, haben mir heute Morgen bestätigt, dass sie das nicht haben. Die haben genau wie wir eine sogenannte Spielausfallversicherung. Die haben wir im Jahr 2018 zum ersten Mal abgeschlossen. Damit sind Spielausfälle versichert, insbesondere was die Kosten der Heimmannschaft angeht und auch die Aufwände einer Gastmannschaft. Damit sind zum Beispiel nicht Zuschauereinnahmen versichert. Das haben damals auch die Clubs beschlossen. Von einigen Clubs weiß ich, dass sie versucht haben, sich in der Vergangenheit gegen eine Pandemie zu versichern. Unser Versicherungsschutz deckt eine Pandemie nicht ab. Ich kenne auch keine Profiliga, bei der das der Fall gewesen wäre. Und ich unterstelle auch mal, hätten wir vor 3 oder 4 Jahren zur Abstimmung gestellt, dass wir über 4 Milliarden Euro Mediengelder im Falle des Ausfalls einer Pandemie versichern, wären wir wahrscheinlich alle vor dieser Situation zurückgeschreckt, weil uns die Versicherungsprämien abgeschreckt hätten. Und vermutlich hätten wir alle gedacht, dass das, was sich anfühlt und auch so aussieht in der Zwischenzeit wie in einem Science-Fiction-Film, vermutlich sowieso nicht eintrifft. Insofern wäre ich vorsichtig zu behaupten, andere hätten da weitergedacht und hätten sich dagegen versichert. Ich bezweifle das und von einigen weiß ich es. Die Frage, warum es so wichtig ist, dass wir weiterspielen, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Die größten Einnahmepositionen eines Clubs sind Medieneinnahmen, sind Sponsoring-Einnahmen, die in erster Linie davon leben, dass die Sponsoren im
TV-Bild und in elektronischen Medien zu sehen sind und sind Zuschauereinnahmen. Und wenn Sie Zuschauereinnahmen nicht mehr haben und wenn Sie auch TV-Einnahmen nicht mehr haben und wenn Sie demzufolge auch Sponsoreneinnahmen nicht mehr haben, dann ist es eine Frage der Zeit, dass Sie bei Kosten, die nun mal das Tagesgeschäft bestreiten, selbst wenn Sie die reduzieren würden, weil zum Beispiel Spieler auf Gehälter verzichten, dann geht das eine Weile gut, aber halt nicht sehr lange. Weshalb ich auch eben schon darauf hingewiesen habe, dass das, was Sie als sogenannte Geisterspiele bezeichnen, Spiele, wo nun mal keine Zuschauer sind, das wird in nächster Zeit die einzige Überlebenschance sein. Oder um es klar zu sagen, wenn jetzt der ein oder andere sagt, Geisterspiele kommen für ihn nicht in Frage oder die werden rundheraus abgelehnt, wer also meint, wir sollten uns damit erst gar nicht beschäftigen, der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir demnächst mit 18 oder 20 Profiklubs spielen, denn dann wird es keine 20 Profiklubs mehr geben. Auch deshalb arbeiten wir so intensiv daran, neben den Maßnahmen, die jetzt gesundheitlich einfach geboten sind und wo es auch nicht den Hauch eines Zweifels geben kann, dass das mit Abstand die größte Aufgabe ist, die wir momentan alle in Deutschland haben. Aber deshalb arbeiten wir mit so hoher Intensität daran, hinter den Kulissen Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die am Tag X dann hoffentlich greifen können. Und dieser Tag X wiederum, der ist hoffentlich nicht allzu weit weg, beziehungsweise so weit weg, dass alle 36 Profiklubs den erreichen werden. Das ist die Situation. Und nochmal, und das ist mir wirklich, das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, liegt mir wirklich am Herzen. Ich verstehe, dass man die Bundesliga auf die Milliarden reduziert und auf die Spielergehälter reduziert. Und ehrlicherweise kommt vielleicht jetzt der Punkt, wo die Bundesliga zum ersten Mal zugeben muss, ja, wir stellen ein Produkt her. Und wenn wir dieses Produkt nicht mehr herstellen, dann gibt es uns nicht mehr. Aber eben nicht nur 22 Fußballer auf dem Feld, sondern Zehntausende von Arbeitsplätzen, um die geht es gerade. Um die kämpfen wir in erster Linie. Nicht darum, Millionen Gehälter weiterzahlen zu können. Aber gleichwohl, die Spieler auf dem Feld ermöglichen das überhaupt erst, dass eine solche Entwicklung, eine solche wirtschaftliche Dimension entstehen konnte. Deshalb will ich hier überhaupt niemanden an den Pranger stellen oder auf niemanden mit dem Finger zeigen. Ich möchte einfach nur deutlich machen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass die Liga nichts anderes im Sinn hat, als in diesen Zeiten über das Fußballspielen nachzudenken. Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele. Philipp Seldorf, bitte. Ja, vielleicht noch was zum Befinden der Beteiligten und zum Charakter der Veranstaltung, weil Sie ja das Existenzielle hier sehr stark betont haben. Inwieweit kam das zum Ausdruck und wie groß ist die Kontroverse, die darüber entsteht? Es gibt nun mal auch sehr große, in Anführungszeichen, soziale Unterschiede zwischen den Vereinen. Da gibt es natürlich logischerweise auch sehr unterschiedliche Interessen, weil es gerade ums Überleben geht. Wie hat sich das geäußert? Es mag vor der Sitzung diverse unterschiedliche Sichtweisen gegeben haben, in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nur noch eine gibt. Und die Sitzung war nicht kontrovers, im Gegenteil. Ich empfand sie als sehr konstruktiv, sehr kollegial, sehr von dem Bewusstsein geprägt, dass ich jetzt zeigen kann, was an dieser Solidargemeinschaft Bundesliga dran ist. Und damit ist ausdrücklich nicht gemeint, wer bekommt wie viel Geld. Das stand, wie gesagt, auch nicht zur Debatte, sondern jedem ist, denke ich, klar, dass das eine sehr ernste Situation ist. Jan-Christian Müller. Ja, Herr Seifert, morgen ist ja die Videokonferenz der UEFA. Man hört jetzt, dass die UEFA eventuell sogar plant, die Europameisterschaft in den Winter zu verschieben. Ist das aus Ihrer Sicht eine akzeptable Lösung oder würde das dann schon wieder neu den Druck auf die nationalen Ligen bringen? Ich bin in wirklich engem Kontakt mit dem Alexander Severin und glauben Sie mir, denen geht es genauso wie uns. Momentan müssen alle in einer Phase extremer Unsicherheit
wo sich Informationslagen manchmal täglich ändern, über wirklich komplexe Entscheidungen nachdenken. Und verstehen Sie das nicht falsch, ich jammer darüber nicht, das ist jetzt Teil des Jobs. Aber in der Form, glauben Sie mir, hat das auch noch keiner gemacht. Und das gilt übrigens auch für die Politik, der ich an der Stelle, das möchte ich ausdrücklich betonen, auch mal Dank sagen möchte, weil Jens Spahn war für mich in den letzten Wochen nicht jederzeit erreichbar, aber immer dann zu sprechen, wenn es erforderlich war. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und Gleiches gilt für führende Mediziner auf ihrem Gebiet, wo wir uns natürlich auch versuchen, Ratschläge einzuholen. Und das möchte ich nicht vermissen zu sagen. Damit möchte momentan auch niemand tauschen. Was die UEFA angeht, ich glaube, wir sind tatsächlich an einem Punkt, wo die UEFA genau wie wir versucht, um Lösungen zu ringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte Europameisterschaft in 12 Ländern spielen, die ist vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma. Ja? Und es ist jedem klar, dass das vermutlich nicht so sein wird. Ob man jetzt in den Winter geht oder nächstes Jahr, ich möchte mir das morgen in Ruhe anhören. Ich habe das auch gelesen. Wichtig ist, dass jetzt die Entscheidungsträger auch Zeit bekommen, ihre Entscheidungen zu erläutern. Und dass wir nicht von außen uns eine Meinung anmaßen, zu sagen, Mensch, das könnte man doch so und so machen. Natürlich, das ist jedermanns gutes Recht, aber glauben Sie mir, und das ging mir ja selber so in den letzten Tagen und Wochen, die Informationen, die auf Sie einprasseln im Minutentakt, bekommen einfach so eine Frequenz und die Auswirkungen, die Sie zu entscheiden haben, einfach so eine Wucht, da muss man auch mal kurz innehalten. Und deshalb bin ich kein Freund davon, jetzt zu sagen, was ich gerne hätte. Genauso war ich auch kein Freund davon, der letzten Tage zu hören, was wir jetzt mal tun sollten. Wir wissen schon um unsere Verantwortung. Wir machen das schon so gut wie möglich. Das ist unser Job. Wenn es dann hinterher nicht gut ist, können Sie uns hinterher immer noch kritisieren. Und in 2 Jahren wird man schreiben, das war die dümmste Entscheidung, die jemals getroffen wurde. Ich beurteile Entscheidungen immer nur in dem Kontext, in dem sie gerade zu treffen sind und in dem sie damals getroffen wurden. Das geht der UEFA auch so. Ich gehe davon aus, dass Alexander Severin und sein Team alle Varianten bestmöglich durchgespielt haben und morgen etwas entscheiden oder morgen etwas zur Entscheidung stellen, was offen gestanden dann am 17. März 2020 aussieht wie die richtige Entscheidung. Ja? Jan-Christian Müller. Ja, nur noch mal eine Frage zur Befindlichkeit. Das hört sich so an, dass Sie die Kritik, dass der Fußball sozusagen, der Profifußball hier in Deutschland übersetzt, nicht zur Besinnung gekommen ist in der vergangenen Woche und in einer Blase lebt. Und da sind Sie ja sozusagen die Symbolfigur für gewesen in der vergangenen Woche, dass Sie diese Kritik absolut von sich weisen. Nee, gar nicht. Die Kritik nehme ich total an. Ich wäre als Außenstehender wahrscheinlich genau zur selben Einschätzung gekommen. Was ich Ihnen aber nur sagen kann, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt als Präsidium der DFL, wo übrigens noch viele, viele andere eine Menge Arbeit machen und Tag und Nacht zur Verfügung stehen und sich in Telefonkonferenzen die Zeit um die Ohren schlagen, dass wir zu jedem Zeitpunkt versucht haben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Weil ich gerade, wie ich vorhin sagte, immer auf dem Schirm habe, um was es tatsächlich geht, ne? Und was auch auf dem Spiel steht. Und Sie sprechen wahrscheinlich konkret den Freitag an, wo ja gefragt wurde, warum ist die Liga die allerletzte, die jetzt endlich reagiert. Ich kann Ihnen sagen, noch am Donnerstag waren alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, absolut im Einvernehmen mit dem, was seitens des Gesundheitsministeriums erwartet wurde, was Ihnen führende Virologen zu dem Zeitpunkt empfohlen hätten und übrigens auch absolut im Einklang, und das haben wir immer betont, mit Entscheidungen von Behörden vor Ort. Wenn ein Gesundheitsamt vor Ort noch am Freitagmorgen sagt, das Spiel kann unseres Erachtens unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, dann ist das die Situation am Freitagmorgen. Wenn sich dann im Laufe der Zeit eine Veränderung der Situation ergibt, dann bricht mir überhaupt kein Zacken aus der Krone. Und das ist mir auch relativ egal, ob das aussieht wie eine Rolle rückwärts, sondern dann müssen wir einfach unsere Entscheidung anpassen. Und deshalb verstehe ich total, dass das für Außenstehende so ausgesehen hat, als wären wir völlig von Sinn. Mein Kollege der Premier League schrieb mir irgendwann im Laufe des Vormittags, wir werden jetzt übrigens doch aussetzen. Die hatten übrigens auch geplant zu spielen.
Aber dann bricht mir überhaupt kein Zacken aus der Krone, diese Entscheidung zu revidieren. Und ich sage Ihnen schon jetzt voraus, das wird nicht die letzte Entscheidung sein, die wir in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten zu revidieren haben. Entscheidend ist, ob wir in dem Moment, in dem die Entscheidung fällt, der Meinung sind, es ist die richtige. Dafür sind wir Verantwortungsträger und der Kritik müssen wir uns dann auch stellen. Der Kritik stelle ich mich aber gerne, weil das heißt, es eben Verantwortung zu übernehmen. Und wenn sich dann im Laufe des Tages die Situation ändert, dann ändere ich meine Entscheidung. Und dann stehe ich auch dazu und erkläre Ihnen, warum ich sie geändert habe. Und dann müssen Sie bewerten, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee war. Und vielleicht war es 48 Stunden später schon wieder eine schlechte Idee. Dieses Gefühl der Entscheidung und der Unsicherheit von Entscheidungen wird uns jetzt erstmal begleiten. Herr Dobias, bitte. Nochmal eine Frage zur finanziellen oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Clubs. Hat das jetzt unmittelbare Auswirkungen, ist darüber vielleicht schon gesprochen worden, irgendwelche Fristen, Lizenzierungsverfahren auszusetzen, zu verschieben, Parameter neu zu ordnen oder wäre das auch erst Gegenstand der nächsten Sitzung Ende März? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn in der Tat sind die Rahmenbedingungen, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, derzeit komplex genug. Das sollte einem die eigene Satzung nicht auch noch Probleme bereiten. Wir werden, und das haben wir heute angekündigt, selbstverständlich die Rahmenbedingungen, die bisher über Jahrzehnte hervorragend funktioniert haben, auch diese Rahmenbedingungen werden wir uns sehr genau ansehen. Wir werden uns auch ansehen, ob das Lizenzierungsverfahren der DFL, das jedenfalls seit ich bei der DFL bin, ziemlich gut funktioniert hat in den letzten 15 Jahren. Nicht, weil es vorher nicht funktioniert hätte, aber nur dafür kann ich es bewerten. Wo noch kein Club Insolvenz anmelden musste, wo wir in einer sehr, sehr guten im Vergleich zu anderen europäischen Profiligen finanziellen Ausgangssituation sind, auch was das Eigenkapital der allermeisten Clubs angeht. Selbstverständlich werden wir uns auch diese Dinge ansehen müssen. Und unter Umständen, auch das gehört dann zu solchen Krisen dazu, müssen wir eben für eine Weile auch lernen, anders zu denken und die Dinge anders zu sehen. Und wenn es erforderlich ist, die Satzung zu ändern, um damit den Fortbestand einiger Clubs sichern zu können oder erst recht der ganzen Liga sichern zu können, dann werden wir darüber sicherlich auch sprechen. Aber eine Entscheidung darüber wird immer die Liga insgesamt treffen müssen. Denn für Satzungsänderungen in einem Verein, einem nicht gemeinnützigen Verein, möchte ich an der Stelle hinzufügen, dass nicht der ein oder andere Betrachter auf falsche Gedanken kommt. Beim nicht gemeinnützigen Verein braucht es natürlich die Zustimmung der Mitglieder. Jan-Christian Müller. Herr Seifert, die Vereine, die ganz unten in der Tabelle stehen in der Bundesliga, die fürchten, dass die Saison zu Ende gehen könnte, ohne dass wieder gespielt wird und dass sie dann absteigen müssten. Können Sie ihnen diese Furcht nehmen? Ich glaube, es wäre einfach nicht redlich, Ihnen jetzt zu sagen, ja oder nein. Erstmal haben wir das absolute Interesse, und das haben heute nochmal alle 36 Clubs bestätigt, diese Saison zu Ende zu spielen. Es ist jetzt auch noch zu früh zu sagen, die Saison kann nicht zu Ende gespielt werden oder sie sollte nicht zu Ende gespielt werden. Ich habe, denke ich, ausreichend erläutert, warum es überlebensnotwendig ist, so viel wie möglich Spiele in dieser Saison noch zu absolvieren. Ich habe auch natürlich Verständnis für Clubs, die immer auch auf ihre eigene Situation blicken. Aber jetzt geht es um die Bundesliga und die zweite Bundesliga als Ganzes. Und wir können jetzt Entscheidungen nicht von einzelnen Tabellenständen abhängig machen, sondern immer mit dem Blick darauf, dass es hoffentlich irgendwann wieder eine Situation gibt, wo wir über einen geregelten Spielbetrieb nachdenken und dass das dann immer noch die beiden Profiligen sind, die wir kennen und im Idealfall auch noch mit den Clubs, die wir kennen. Für den Moment ist es zu früh, diese Frage zu beantworten. Gleichwohl ist sie absolut berechtigt und wir arbeiten dran, in naher Zukunft darauf Antworten zu finden. Philipp Seldorf. Vielleicht nur eine nur ein Randaspekt, trotzdem nicht ganz unwesentlich möglicherweise, dass der DFB-Pokalwettbewerb auch zur Debatte gestellt wird. Ist das ein Thema gewesen? Also ob er weiterhin fortbestehen kann in dieser Saison? Die Situation, in der wir uns momentan befinden, ist mehr oder weniger identisch mit sämtlichen Fußballverbänden und ich sage darüber hinaus auch mit anderen Sportligen. Ja, wir sollten jetzt nicht nur über den Fußball sprechen. Meine Kollegen von der Eishockey-Liga haben sich schon entschieden.
Basketball-, Handball-Clubs gibt es ebenfalls noch. Dort sind die Zuschauereinnahmen eine viel bedeutendere Größe als bei uns, um das mal sehr deutlich zu sagen. Das heißt, auch da ist erheblich Gefahr im Verzug und deshalb denke ich in solchen Situationen immer auch an meine Kollegen. Aber die Frage, die Sie stellen, ist berechtigt. Der DFB wird sich darauf seine eigenen Antworten machen und geben. Ich bin ja auch noch im DFB in verantwortlicher Position tätig, möchte aber jetzt ehrlich gesagt nicht auf einer DFL-Pressekonferenz über DFB-Belange sprechen. Was mir wichtig erscheint, ist, dass an der Stelle der DFB zunächst richtig reagiert hat, aus meiner Sicht, auch die Spiele der Amateurligen zu unterbrechen. Aber wie ich gerade eben sagte, das ist vielleicht auch ein bisschen leichter, weil es eben freiwilliger Hobbyfußball ist. Ja? Bei uns steht mehr auf dem Spiel, obwohl es darum jetzt genau im Moment eben nicht geht. Im Moment geht es darum, diesen Virus irgendwie einzudämmen. Das hat Priorität A, B und C. Aber es ist einfach unsere Aufgabe, und ich hatte erläutert, warum, auch über die Fortführung des Spielbetriebs jetzt schon nachzudenken, weil selbstverständlich hoffen wir, und Sie können sicher sein, auch in diesem Moment arbeiten Hunderte von Beratern der Politik, die Politik selbst, arbeiten alle daran, diese Situation unter Kontrolle zu kriegen und das Land, wie auch immer geartet, so schnell wie möglich in einen einigermaßen normalen Zustand zurückzubringen. Und dazu gehört eben auch, dass wir jetzt versuchen, Modelle zu entwerfen, die greifen können in dem Moment, wo es wieder von behördlicher Seite möglich und irgendwie gesundheitlich vertretbar ist.